Hallihallo, du lieber Skorpion, es wartet ein wahnsinnig spannendes, aufregendes, tolles März-Reading auf dich mit ganz, ganz viel toller Energie zum Durchstarten. Ich habe jetzt ein bisschen was anders gemacht und zwar habe ich hier jetzt eine Schutzkarte gezogen, eine Themenkarte und was die geistige Welt sonst noch dazu sagen möchte. Impulse, die noch dazu kommen, einfach als Überschrift quasi und hier so ein bisschen der Weg jetzt im März für dich oder für das Monat einfach. Ja, wunderschön. Also deine Reise, die wir hier sehen, ist sehr spannend. Bei dir tatsächlich als Schutz. Ja, also was ich dir als erstes sagen soll, ist, du bist viel größer, als du glaubst. Ja, und da hast du wirklich die heilige Vereinigung. Der Paradiescode der Ewigkeit ist bereits in dir. Das heißt, du darfst dich hier mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit deinem göttlichen Ursprung hier auf dieser Erde immer vollkommen und geführt und tatsächlich verbunden fühlen. Du bist verbunden mit allem, du bist in der Vereinigung mit allem. Also erlaube dir hier wirklich dein Licht, ja, she who brings light, ja, dein Licht hier auf die Erde zu bringen und für dich zu scheinen, genauso wie deine Seele hier scheinen will. Wunderschön. Und als Zusatzkarte haben hat die geistige Welt ja quasi noch mitgebracht, die Sternenahnen, wo es darum geht, mit den Pyramiden auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Körper, Geist und Seele, aber eben sein göttliches Licht mit sich, in sich zu verbinden und das verborgene Wissen der verlorenen Weisheit hier auf diese Erde zu bringen, indem du tiefer gehst, indem du tiefer blickst, indem du dich einfach spürst, genauso wie du bist. Und das ist total schön, weil du siehst alles, ja. Du siehst alles, du bist hier in Sicherheit, du darfst hier Vertrauen haben. Es ist hier alles geführt, es ist ja alles geschützt. Es ist auch die richtige Zeit für dich. Egal was hier ist, ja, fühl dich hier getragen und geborgen und geleitet und trau dich hier deinen Weg zu gehen. Weil wir haben hier als Impuls noch ein bisschen, so, du stehst vor diesem Tor, du bist doch mit einem Schritt schon durch, aber irgendwie zweifelst du manchmal noch daran, weil du deine Größe gar nicht so siehst. Ja, es ist wie wenn du durch dieses Tor durchschreitest, aber eben noch Angst hast, was da passiert. Hinter der Angst liegt die Freiheit. Ja, trau dich und trau dich vor allem, dich jetzt schon groß zu sehen. Ja, wir haben hier das Kätzchen, was in der Lacke den Tiger erblickt und da einfach so manche Momente hat, wo es merkt, boah, ich bin ja richtig groß und mächtig, ja, und dieses, boah, ich bin richtig groß und mächtig, hol dir das jetzt auf diesem Weg in dieser Transformation, während du jetzt hier wirklich dein Herz öffnest, während du dich jetzt wirklich mit deiner Tiefe verbindest, um diese Weisheit, um dein Licht hier auf die Erde zu bringen, wo du jetzt wirklich in den Fluss eintauchst für dich, ja, um das jetzt auf die Erde zu bringen, da hilft dir dieses dich zurückerinnern an dich selbst, ja, und das ist jetzt ganz wichtig, weil damit öffnet sich jede Türe, die Türe ist offen, aber damit öffnet sich jede weitere Türe auch und du gehst mit Leichtigkeit hinfort quasi, also durch diese Pforten durch, ja. Wir haben nämlich hier, es ist der Page der Münzen, es ist so ein verkuscheltes, verträumtes, liebes, süßes Anfangsritual jetzt gerade wieder. Ich glaube, du hast es in deinem Leben auch schon öfter gemacht, aber das, was jetzt neu dazu kommt, ist, dass du voller Freude auf diese Möglichkeiten hinschaust. Wir haben die vier der Kelche und in diesem Kartenblatt sind die vier der Kelche aber nicht so, das sind drei Kelche und da freut man sich über die drei Kelche und sieht aber den vierten angebotenen Kelch nicht, sondern die Frau sieht mit ihrem Sonnenschein, mit ihrer Umsetzungsenergie, mit all dem, was an Wärme und Zuversicht ihr zustrahlt, ja, schaut sie nicht jetzt unbedingt in die drei Kelche hinein, die schon da sind, sondern freut sich auch vor allem auf ein wunderschönes, liebevolles, mit Liebe gefülltes Angebot, ja, wo wirklich deine Seele gespiegelt wird darin, ja, dass jetzt auf dich zukommt. Das heißt, sie wartet schon und ist bereit, jetzt hier einfach alles für sich anzunehmen. Und das ist aber ein tiefer Prozess der Manifestation, habe ich so das Gefühl, wo es wirklich darum geht, dir deine Träume, deine Wünsche gewahr zu werden und sie anzunehmen, zu kuscheln, wie der kleine Fuchs, der da mit dem Pagen kuschelt, mit dem Eichhörnchen, das weiß, dass alles jetzt mit seiner Zeit geht und ganz viele Früchtchen und Überraschungen und Chancen und Möglichkeiten auf dich warten und es gibt hier tatsächlich einfach nur dich zu freuen. Ja, wunderschön. Also es ist die richtige Zeit, hier jetzt in die Veränderung zu gehen, deine Veränderung zu wagen, Ja zu dir zu sagen und einfach wirklich den Rhythmus deines Herzens zu folgen und in dir aufzumachen, was eben schon für dich vorhanden ist. Ja, also deine Wünsche, das ist jetzt tatsächlich geführt. Da ist jetzt hier einfach, ja, wir sehen hier, hast du vielleicht noch ein paar Rollen, ein bisschen Ängste, irgendwas ist hier noch tatsächlich
noch mit drinnen. Ja, wenn ich hier, ich habe hier gefragt, was, wo ist es noch falsch, und das, der Hinweis war, liebe zuerst dich selbst, damit du wirklich in Verbindung dann auch tatsächlich für dich gehen kannst, und zwar auf einer erhöhten Position. Weil wenn du hier einfach dich selbst noch nicht angenommen hast, wenn du hier immer mal wieder, ja, in Situationen hineingehst, um dich nicht auf die erste Stelle zu stellen und immer noch zu glauben, du musst anderen helfen, du musst anderen gefallen, du musst für andere ganz viel tun, du musst für andere in der Verpflichtung sein quasi, ja, dann bremst du dich da so gesehen immer noch aus, und das ist dieses Muster, was aber jetzt fällt, das erkennst du, gehst das Ganze mit ganz viel Liebe, mit ganz viel offenen Herzen an, erkennst, was dahinter für dich ist, erkennst, dass du dich einfach groß sehen darfst, während du diesen Raum jetzt für dich noch einmal anders einnimmst, ja, deine Größe wird dir hier gewahr quasi, ja, das ist nicht die falsche Liebe, sondern die falsche Liebe nicht, sondern es ist manchmal, haben wir falsche Verstrickungen der Liebe in uns. Ja? Wenn wir glauben, dass wenn wir Menschen, die wir lieben, dass wir denen immer was Gutes tun, wenn wir für sie Dinge abnehmen. Dabei ist es so nicht. Manchmal ist aus der Liebe heraus auch ein Stopp und ein Nein und eine Grenze zu sagen. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt hier tatsächlich lernen darfst für dich, um dich jetzt auf die erste Stelle zu stellen, um hier jetzt in diese Starterposition zu kommen und dich hier nicht mehr zu quälen, vielleicht mit Mutterthemen, mit Weiblichkeitsthemen. Vielleicht hast du hier auch Sachen gehabt mit Konkurrenz, mit Neid oder sonstiges, wo du noch nicht auf der ersten Stelle gestanden bist. Da sagst du aber jetzt aus und nein und gehst in die Veränderung und durchbrichst so gesehen diese alten Konstrukte, um tatsächlich richtig in Verbindung zu gehen. Und das ist hier jetzt im März diese wunderbare Starterenergie. Du lieber Skorpion, nimm dich selbst an, damit jetzt wirklich dein Wesen zur Geltung kommen kann. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Freude dabei. Bis dann. Baba, eine wunderschöne Starterenergie wünsche ich dir.